Leute, was geht ab, Leitung hier? Ihr seht, wir haben noch ein Opening. Letztens bekommen, und zwar Majestät der Drachen, Latios. Das war so ein Pack, so ein Paar, Latias und Latios. Von Gate to the Games, checkt die ab, unten in der Beschreibung. Mehr Infos und Link auch noch. Habe ich früher mit denen zusammengearbeitet, ist so ein Online-Kartenshop und habe früher für die Yu-Gi-Oh! Artikel geschrieben und auch so opening-technisch zusammengearbeitet. Dementsprechend kann ich die echt empfehlen. Und ja, hatte ich eigentlich vor, das hier im Livestream zu öffnen, aber hat sich nicht ergeben. Deswegen machen wir das jetzt heute. So, Moment. So. Und, warte, erstmal hier, Latios. Und eigentlich habe ich verplant, dass ich möglicherweise hier die Kamera aufbauen kann. Und dann direkt hier runter und dann noch hier Facecam. Aber egal. Und hier noch der Latios-Pin. Den Latios-Pin habe ich auch noch hier. Also coole Sache für meine Pinsammlung, die übrigens hier jetzt ist. Aber wir haben hier nur zwei. Warte mal, ich muss noch mal. Ah, ne, hier. Okay, ich dachte mir schon, hä? Da fehlt doch ein Booster. Der Code für alle, die online zocken, könnt ihr einlösen und dann kriegt ihr die Karten online. Ich habe hier die drei Booster-Packs. Heute. Salamence, Brutalanda, Dragoran und den Kerl kenne ich nicht. Fangen wir mit dem an, den ich nicht kenne. Anschließend pushe ich dann ein Hypno auf Max 100%. Das läuft ja das Psycho-Event momentan. Aber dazu dann mehr, wenn wir das Dragoran, was für Dragoran? Der liegt hier, deswegen war ich verplant. Das Hypno pushen. Aber eine andere Neuigkeit, es kam gerade Pässe raus, aber irgendwie war das eine fehlerhafte Einladungswelle. Nur ein paar wurden eingeladen. Der X-Rate auf den Einladungen war für heute noch. Irgendwann um 8 kam die Einladung und um 8:30 war schon der X-Rate. Manche sind dann sogar hin. Erstmal haben echt wenige die Einladung bekommen, dann sind manche hin und dann war das ein ganz normaler 3-Rate oder so. Also sehr fehlerhaft, aber jetzt sind anscheinend normale X-Rate-Pässe rausgekommen für den 16. Aber auch da haben echt sehr wenige Leute einbekommen. Ich habe keinen bekommen. Wie gesagt, sehr, sehr komisch. Alles sehr fehlerhaft, aber egal. Ich check, glaube ich, nur die Holos ab. Heute. Weil die Comments sind eigentlich immer dasselbe und die haben wir schon beim letzten Mal abgecheckt. Da haben wir auf jeden Fall erstmal die hier. Den hatte ich aber, glaube ich, das letzte Mal auch schon. Sprich, der kann gar nicht so selten sein. Aber, bam! Gagalus, Alter! Ja, aber Gagalus ist kein Drache. Obwohl er aussieht wie ein Drache natürlich. Und für die TCG Online-Zocker der Code. So. Ja, beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich hier Kamera auf nach unten halte, richte. Und dann da zwei Perspektiven habe. Ist auf jeden Fall viel cooler für Openings. So. Dann haben wir als erstes Flamely. Und dann den Kerl. Kyogam. Sieht cool aus, aber ja. Sieht aus wie, ah ne, ne, ich wollte gerade sagen Eisdrache, aber er braucht hier zwei Wasserteile, Wasserenergie. Ja, keine Ahnung, steht das nicht hier oben? Ne, da steht nur Drache. Gibt es nicht Doppeltypen eigentlich? Weil da oben ist zum Beispiel nur Wasser, Feuer. Naja, warte mal, hier, Wasser. Ja, das wird glaube ich nicht angezeigt, aber letztes Booster Pack, bam, komm. Da, okay. Ich zeige euch nochmal alle Karten. Warte mal, machen wir es so. Flamio, Sepa, Flamely, Felino, Wablu, Shadrago, okay. Und Altaria.
Oida. Lapras. Flammpivian. Amalia. Wasserenergie. Oh. Und der Code. Das war das Opening. Wie gesagt, danke an Gate to the Games, meine alten Kollegen. Vergesst es. Ich pushe jetzt mein Hypno. Bereite hier alles vor und dann sehen wir uns beim Pushen wieder. So, schauen wir uns kurz nochmal die Nachrichten an. Und zwar läuft das Psycho-Event bis zum 14. Ist ein bisschen untergegangen, weil als es angekündigt wurde, war ich in Erfurt auf der Mac. Viel zu tun. Ja, nur noch 4 Tage. Wenn ihr das Video hier seht, eigentlich nur noch 3. Bisher noch kein Shiny Traumato bekommen. Und auch kein Shiny Pikachu mit Hut, aber der ist eh schon wieder weg. Der war ja nur ein Wochenende da. Dementsprechend bringt das hier vielleicht Glück. Wie heißt denn der? Drowsy. Oh Mann, der ist ein bisschen low. Habe ich keinen anderen. Wer heißt denn Hypno auf Englisch? Okay, ich habe gerade nachgeschaut. Auf Englisch heißt er auch Hypno. Alter, und der ist noch niedriger. Ich glaube, der ist sogar Level... Ja, okay. Nicht Level 1. Das heißt, wir müssen wieder eine Menge Staub verbrauchen. Auf jeden Fall wollte ich sagen... Ja, bei der Hälfte ist ungefähr. So, bester Satz. KP, Angriff, Defense, 15. Zwei Sachen, die ich sagen will. Erstens, dass wir ihn jetzt auf Max pushen, ist vielleicht so ein Glücksbringer, so eine Opfergabe. Dass wir einen Lucky, nicht Lucky. Lucky habe ich schon bekommen, ein Shiny Traumato noch bekommen. Zweite Sache, es gab ja die Neuigkeit, checkt es wieder ab, mit Gen 4 kommen WP-Veränderungen und Werteveränderungen. Und an sich sollte man eigentlich warten, bis die Veränderungen durchgekommen sind, bevor man jetzt drüber nachdenkt, irgendwelche Sachen zu pushen. Mir ist natürlich egal, weil ich push den so oder so, ich push alles einmal auf Max. Egal, wie die Werte sich verändern. Es wird alles einmal auf Max gepusht. Kann für mich natürlich auch von Vorteil sein, dass dadurch jetzt schlechte Sachen, die ich bereits auf Max gepusht habe, verbessert werden. Kann aber natürlich auch sein, dass gute Sachen, die wir jetzt bereits gepusht haben, schlechter werden. Das war bei der ersten WP-Änderung auch so. Viele Pokémon sind besser geworden, viele schlechter. Dadurch ein paar Sachen, die man bereut hat, zu gepusht zu haben. Akani schlechter geworden, Akani damals King. Kokowai auch zum Beispiel. Entorun ist schlechter geworden, damals oft mit Entorun gekämpft. Lizagos ist besser geworden. Davor war Lizagos, hat keinen gejuckt. Und dadurch ist er halt sogar ziemlich gut geworden. Gyarados ist, glaube ich, auch besser geworden. Lapras ist schlechter geworden. Das berühmteste Beispiel, glaube ich. Das kennt jeder. Weiß jeder, dass Lapras früher richtig gut war und jetzt dann danach ziemlich schlecht geworden ist. Wobei Lapras ausgesetzt wurde. Ausgelassen. Da, wo die große WP-Änderung kam, wurde Lapras nicht geändert, weil Lapras-Event in Japan war. Ja, und die dachten sich ja, okay, wir können kein Lapras-Event veranstalten, wenn Lapras schlecht gemacht wird. Dementsprechend wurde Lapras ausgelassen, hatte noch die WP von früher. Wegen dem Japan-Event. Und dann irgendwann in der Zukunft wurde das erst nachträglich auch angepasst. Ja, das wussten viele nicht. Viele dachten, ja, Lapras wurde manuell später einfach verschlechtert. Aber das war nicht so. Und ich bin gespannt. Mal schauen, was kommen wird mit den Veränderungen. Vielleicht wird Hypno ja auch ziemlich krass. Hoffen wir es mal. So. Auf jeden Fall zum Beispiel... Verteidigungswerte werden dann eine wichtigere Rolle spielen. Dementsprechend zum Beispiel Regis. Möglicherweise besser. Ich habe es euch gesagt, Leute. Für alle, die so leiden, keine Regi... Nicht nur Regigok, ich wollte gerade Regigok sagen. Keine Regi-Raids machen wollten. Tja, was habt ihr davon? Also noch nicht. Noch wissen wir es nicht, aber... Falls die Regis gut werden, dann hier. Ha, was habt ihr davon? Was natürlich auch schlecht für mich ist, weil ich habe keinen guten. Ich wollte viele machen, aber habe es nie geschafft, weil keiner welche machen wollte. Ah ja. So. Dauert noch ein Weilchen. Hypno früher. Ganz, ganz, ganz früher. So Anfänge von 2016. Auch King gewesen. Oft in Arenen gewesen, oft weit oben in Arenen gewesen. Und auch... sehr oft als Angreifer verwendet worden, also Hypno damals schon Top Tier, was echt krass ist.
Und am Anfang auch relativ häufig gespawnt. Also in München sehr, sehr viele Traumatos, auch Hypnos. Dann irgendwann viel, viel seltener geworden. Ja, und jetzt durch das Event natürlich überall am Start. So. Ich denke mal. Kommt über 2000? Dann müsste schon. Also wir haben ja noch so viel vor. Noch so viel vor uns. Aber es wird auch nicht mehr weit gepusht. 15 pro Push. Yeah. 14 jetzt auf einmal nur noch. Jetzt wieder 15. So. Aber müsste schon über die 2K kommen. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr schon einen Shiny Traumato gefangen? Habt ihr einen 100er Traumato gefangen? Habt ihr einen Shiny 100er Traumato gefangen? Wenn ja, dann pusht den auf jeden Fall auf Max. Einfach so, weil es ein 100er Shiny ist. So. Und eigentlich wollte ich noch eine. Ich mache ja immer die Top 5 Typen Videos. Abhängig vom Event. Und jetzt wäre eigentlich Top 5 Psycho-Pokémon dran gewesen. Aber dadurch, dass halt diese Veränderung kommt, wird diese Liste halt eigentlich unnötig. Ich überlege es mir noch, ob ich trotzdem noch eine machen soll, weil an sich an den Top-Pokémon sollte sich ja eigentlich nichts ändern. Nur die Werte, aber ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. So. Knapp kommt er über die 2K. 1989, ein gutes Jahr. Ich kenne viele aus diesem Jahrgang. Aber ich bin nicht aus diesem Jahrgang. Für alle, die mein Alter immer noch wissen wollen. So. 2019. Ein Blick in die Zukunft. Nächstes Jahr. Hoffentlich ein gutes Jahr. Ja, davon mache ich einen Screenshot. Schaut auf Instagram vorbei für diesen Screenshot. So. Vergesst nicht, dieses Video zu liken. Das werde ich jetzt öfters erwähnen. Weil wenn ich das explizit erwähne, dann hilft das sogar. Dann kommen da mehr rein. Aber ja. 2048, Max Hypno. Hoffentlich ein gutes Zeichen für das Psycho-Event. Eine Opfergabe, damit ich mein Shiny Traumato bekomme. Aber das war's von mir, Leute. Wie gesagt, danke und Shoutout an Gate to the Games. Danke und Shoutout an mein 100% Hypno auf Max. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Traumato habt. Ansonsten nutzt das Event noch aus. 3-4 Tage läuft's noch. Und wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.